Ich erkläre dir heute 10 Dinge, die ich gelernt habe, als ich im großen Tonstudio gearbeitet habe. Und viele, wenn nicht sogar alle davon, treffen auch für die Arbeit im Homestudio zu. Denn die ist ähnlicher zu großen Studios, als du denkst. Wir fangen gleich an mit Punkt Nummer 1 und der hat mich ehrlich gesagt immer wieder überrascht. Denn 90% der Mitarbeiter oder der Tontechniker, die ich in solchen Studios kennengelernt habe, waren keine ausgebildeten Tontechniker. Den Beruf Tontechniker gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Fachkraft für Audiotechnik oder irgendwie sowas in diese Richtung. Aber tatsächlich ist es so, dass ich habe in 3 unterschiedlichen großen Studios gearbeitet und in einem davon hat einer gearbeitet, der tatsächlich ausgebildeter Tontechniker oder Fachkraft für Audiotechnik oder wie auch immer es heißt, war. Alle anderen waren Quereinsteiger, meistens so wie ich, die lange Jahre Live-Musik gemacht haben, die dann irgendwann umswitchen wollten, in ein Tonstudio wollten, sich für Tontechnik interessiert haben und dort einen langen Weg hinter sich hatten. Mit sehr flacher Lernkurve übrigens, denn Tontechnik, Recording ist ein sehr komplexes Thema. Punkt Nummer 2, Leute, die in großen Tonstudios, zumindest in erfolgreichen großen Tonstudios arbeiten, sind nie arrogant. Aber dazu erstmal eine gegenteilige Geschichte, die ich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen werde. Es war vor circa 20 Jahren, glaube ich, da bin ich das erste Mal in ein großes Studio reingelaufen, um als Schlagzeuger dort aufzunehmen. Das war in Stuttgart, Weilimdorf. Dem Studio übrigens, wo der Welthit Lemon Tree von Fool's Garden aufgenommen worden ist oder auch diese Coverversion von Break My Stride damals. Das war das Studio, war glaube ich relativ neu zu der Zeit und da bin ich reingelaufen, um mein Schlagzeug aufzubauen und da saß ein Typ, mit dem ich mich so ein bisschen unterhalten und nach circa 5 Minuten erklärt er mir und sagt mir, weißt du, im Umkreis von 2000 Kilometern macht mir soundtechnisch keiner was vor. Und da dachte ich mir, hey Junge, du bist ganz schön selbstbewusst, also im Umkreis von 2000 Kilometern ist er der King und von diesem Typ, ich weiß nicht mal mehr wie er heißt, habe ich natürlich nie mehr was gehört. Er hat auch nie irgendeine Produktion gehabt, die bekannt war oder sonstiges. Also, das werde ich nie vergessen. Und solche Leute habe ich zumindest bei den erfolgreichen oder bei denen, die gut gebuchte Studios hatte, diese Attitüde habe ich bei solchen Leuten nie wahrgenommen. Punkt Nummer 3, und der geht meistens bei Amateurproduktion, sag ich mal. Punkt Nummer 3, und der geht ganz oft bei Home-Studio-Produktion schief. Ist, erfahrene Tontechniker in großen Studios sind immer top organisiert. Das heißt, sie sorgen dafür schon im Vorfeld, dass sie eine gute Vorproduktion haben. Das bedeutet, sie haben einen Click-Tag, zum Beispiel mit 2 Gitarristen, eingespielt und nur mit der Sängerin von allen Songs, wenn es eine CD-Produktion ist, dass der Schlagzeuger gleich drauf spielen kann. Ja, das heißt, das klären die vorher ab. Dann ist es so, dass meistens und das sogar umsonst darf der Schlagzeuger am Tag vorher kommen, wenn es eine Step-by-Step-Aufnahme ist, keine Live-Aufnahme, darf sein Schlagzeug aufbauen, es wird mikrofoniert und sie machen schon einen kurzen Soundcheck. Das ist bei Home-Studio-Produktionen oft extrem chaotisch, zum Beispiel Schlagzeuger kommt rein in den nicht super optimierten, akustisch optimierten Raum, dann wird erstmal aufgebaut, dann wird mikrofoniert, dann wird rumgemacht und das sind zum Beispiel schon mal 3 Stunden rum, das nervt, das stresst und bevor der Drummer seinen ersten Ton einspielt, nach einem mühseligen Soundcheck, ist der eigentlich schon fertig mit den Nerven und hat keinen Bock mehr. Also das gehört auch zu einer guten Organisation, dass du vorher deine Technik schon gecheckt hast, dass die Kabel alle funktionieren auf mögliche Fehler, ne, dass du deine Signalwege, dass du dein Routing checkst und das alles passt. Und das geht zum Beispiel oft im Tonstudio schief, was auch der Worst-Case-Szenario, was in großen Studios eigentlich nie passiert ist, dass kein Bier im Kühlschrank ist. Ja. Das ist natürlich immer das Schlechteste und das zerstört dir die Produktion von Anfang an. Also Top-Recording-Engineers in großen Studios waren, soweit ich das gesehen habe, immer super organisiert. Punkt Nummer 4. Erfahrene Recording Engineers in großen Tonstudios waren alle immer in der Lage, schnell Entscheidungen zu treffen. Das war auch was mich am meisten fasziniert hat. Das heißt zum Beispiel beim Gitarrenrecording kam der Gitarrist mit seinem Amp rein. Er hat mikrofoniert, zum Beispiel erst einen Royal 121 genommen, dann Shure SM57, hat kurz probiert, bisschen am Winkel probiert, bisschen am Abstand probiert und hat dann gesagt, okay, wir nehmen das SM57, das passt so, lass uns recorden, erster Take. Also die haben nicht lang rumgemacht bei solchen Entscheidungen, auch bei der Drummikrofonierung. Da wurde ein bisschen rumprobiert, ein bisschen rumgerückt, vielleicht mal 1-2 Mikrofone ausgewechselt an der Snare Drum, an der Bass Drum, die Overheads ein bisschen anders positioniert. Aber ich war überrascht, wie rasend schnell die in der Lage waren, Entscheidungen zu treffen. Ich habe das, als ich in meinem Homestudio, also als wir als Band zum ersten Mal aufgenommen haben, es hat ja allein schon 3-4 Stunden gedauert, bis wir mit der Mikrofonierung und so weiter
zufrieden waren, ja. Und diese Entscheidungen können die schnell treffen, übrigens auch beim Abmischen, ja. Wenn es jetzt ums Mixing geht, und das fand ich auch sehr krass, da hat einer, war eine Produktion, da haben wir die Drums mit 12 Mikrofonen aufgenommen, ja. Und ich war bei der Mikrofonierung dabei, um das zu lernen, um mir das anzugucken. Und dann hat er nachher beim Abmischen festgestellt, okay, das war so ein Funk-Track, und er hat eher festgestellt, okay, er will eher so ein trockeneres Drumset haben. Und dann hat er von den 12 Mikrofonen nur 4 benutzt, ja, und hat die Entscheidung schnell getroffen, ne? Er hat dann den Bass dazu geschaltet und dann hat dieser Funk-Track und hat gesagt, naja, das ist eher trockener, ich brauche die anderen 8 Mikrofone, die brauche ich gar nicht, ich möchte es lieber trocken haben, wo ich mir auch dachte, hey, du hast jetzt alles mikrofoniert, das hat Zeit gekostet, ja, aber das sind nur Optionen, ja, und diese Entscheidungen können diese erfahrenen Leute wirklich schnell treffen und dann stehen sie auch dazu. Punkt Nummer 5, gute Recording Engineers in großen Tonstudios sind immer experimentierfreudig und sind immer bereit, etwas dazuzulernen. Das fand ich auch richtig toll. Diese Leute, die das teilweise jahrelang machen, ich bin ja mehr so Mixing Engineer als Recording Engineer, und die haben wirklich auch Spaß an so einer Mikrofonierung. Gerade bei Drums kannst du unheimlich viel machen. Du kannst mal ein Mikrofon an die Betondecke halten oder du kannst mal so ein Room-Mikrofon oder wenn du so einen Hall willst, ins Treppenhaus stellen. Solche Sachen haben die einfach total gern ausprobiert. Sie waren immer bereit, diese Leute waren immer bereit, auch mal meine Meinung zu hören oder mal eine unorthodoxe Frage zu beantworten und einfach auch mal was zu probieren, was nicht jeder macht. Und das fand ich auch wirklich spannend. Punkt Nummer 6, und der ist jetzt eigentlich so ein bisschen logisch, ist, dass diese Recording Engineers oder Aufnahmetechniker in großen erfolgreichen Studios extrem viel Erfahrung und extrem viel Know-how einfach hatten. Die wussten einfach unglaublich viel über Aufnahmetechnik, und ich glaube, Aufnahmetechnik kann man mit Fug und Recht sagen, das ist nochmal ein komplexeres Thema wie jetzt Mixing-Technik, ja. Also das ist nochmal 5, 6, 7 Mal größer, du musst einfach nochmal mehr wissen. Bei solchen Sachen, allein Mikrofonkunde, da geht es ja schon los, und Stereomikrofonierung und was weiß ich noch alles, das musst du, da musst du dich wirklich gut auskennen. Und all diese Leute, die das wirklich erfolgreich gemacht haben, die haben das schon sehr, sehr lange gemacht, also 20 Jahre. Das heißt, du brauchst, um in so einem Studio zu arbeiten, wirklich einen langen Atem. Ich hatte es vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, die meisten haben wirklich angefangen, Kaffee zu kochen, oder Studioboden, sogar Toiletten putzen, habe ich auch schon gehört, ja, selber sogar auch schon gesehen, waren einfach bereit, am Wochenende ihre Zeit reinzustecken und haben natürlich auch viel, wenn sie keine Gigs hatten, als Musiklehrer gearbeitet. Ja, das ist ja das Schicksal der meisten Musiker, die in Coverbands spielen und so weiter. Sie müssen als Musiklehrer arbeiten. Das ist ungefähr so wie beim Philosophiestudenten oder Soziologiestudenten, wo die meisten dann im Taxi enden. Das fand ich wirklich auch beeindruckend, wie groß die Liebe dazu einigen zum Thema Aufnehmen, Arbeiten mit Künstlern war. Punkt Nummer 7, und das ist tatsächlich einer der allerwichtigsten überhaupt. Alle Recording Engineers in größeren Studios mit viel Erfahrung hatten eine große Menschenkenntnis. Das habe ich viel beobachtet und ist mir auch gleich am Anfang aufgefallen. Das heißt, sie konnten ebenso den Gitarrensolo-Egomanen bändigen wie den schüchternen Drummer stärken und motivieren. Das mit dem Gitarrist und dem Drummer, das war jetzt nur ein Beispiel, ja, also bitte nicht persönlich nehmen. Also, die konnten extrem gut einfach mit Menschen umgehen, die waren kognitiv unglaublich fit und konnten auch auf Leute eingehen. Ich werde auch nie vergessen, ich war einmal bei einer Aufnahmesession dabei und da kam die Band rein und wir hatten so ein Vorgespräch, ne, um die Leute so ein bisschen locker zu machen, und dann hat er mir schon im Vertrauen gesagt, also ich kann dir schon jetzt sagen, dieser Gitarrist hier, da war ein Gitarrist, der hat unglaublich viel geredet. Also der am meisten geredet hat, der wird nachher, mit dem werden wir die größten Probleme haben beim Einspielen, ja. Und tatsächlich ist es oft so, dass die reinkommen und viel zu erzählen haben, was sie alles können, was sie sich für Instrumente wo gekauft haben, mit wem sie schon zusammengearbeitet haben, in welchen Studios schon waren und welche bekannten Mastering Engineers sie schon gemietet haben. Das ist tatsächlich so, dass die, wenn dann der Klick anfängt zu laufen, plötzlich so klein mit Stock und Hut sind. Also das nur als Side-Story. Und die nur da sitzen und vielleicht ein bisschen schüchterner sind, na, das ist dann der Drummer oder der Bassist, der das Ding reinzimmert in 2 Takes und dann schon wieder gehen kann. Ja, da dauert der Soundcheck länger als das Einspielen, tatsächlich auch schon oft gehört. Also, aber die konnten einfach super mit Menschen umgehen. Ausnahmslos alle, die erfolgreich mit ihren Studios gearbeitet haben, konnten gut mit Menschen umgehen. Punkt Nummer 8, erfolgreiche Recording Engineers in großen Tonstudios oder größeren Tonstudios nehmen Rohspuren auf, die so gut sind, dass sie sich praktisch selber mischen. Und ich werde es nie vergessen, ich habe dann bei einer Recording Session dann mitmikrofoniert und mir das alles angeguckt, und dann hat er zum ersten Mal die Rohspuren
zu so einem Basic-Mix oder so einem Grundmix einfach mal hochgezogen. So ein ganz grober, ausbalancierter Mix, ne? Noch ohne Effekte und ohne alles. Und ich saß dran und da werde ich auch nie vergessen und dachte, verdammt klingt das gut. Verdammt klingt das gut, was musst du da eigentlich noch mischen? Das passt ja eigentlich schon alles. Ja? Und so ist es eben tatsächlich. Erfahrene Leute, gutes Equipment, gute Motivatoren, ne, die einfach dann auch die Musiker dazu bringen, eine geile oder richtige Performance einzuspielen oder nicht zu viel oder zu wenig zu spielen, die haben dann einfach schon solche Rohspuren aufgenommen, sodass das Mixing viel leichter wird. Das heißt, gute Rohspuren mischen sich eigentlich quasi schon von selber. Aber dazu gehört einfach die Erfahrung dazu. Und ganz kurz, falls du dich noch nicht sicher fühlst beim Aufnehmen von Instrumenten, falls ihr das jetzt schmackhaft gemacht habt, hier diese ganze Aufnahmesituation, aber du fühlst dich einfach nicht sicher beim Aufnehmen. Du weißt nicht, wie mikrofoniere ich Drums richtig, wie mikrofoniere ich Drums mit 4 Mikrofonen oder mit 12 Mikrofonen, welches Mikrofon ist gut für einen Gitarrenamp oder wie kann ich das schnell machen, wie ich dir im ersten Beispiel erklärt habe, ne, dass du wirklich zügig auch abmischen kannst oder aufnehmen kannst, Mikrofon positionieren kannst. Wie kann ich meine Sängerin motivieren, die sitzt da wie ein Häufchen Elend. Wie mache ich denn das am besten? Dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir mein System, das ich mir angeeignet habe, um jederzeit gute Tonaufnahmen zu bekommen, um Rohrspuren zu bekommen, die sich virtuell selber mischen. Das habe ich mir in den letzten 15 Jahren so zurechtgelegt. Und wenn du diese Schritte beachtest, dann ist deine Chance, auch als unerfahrener Recording-Engineer, zumindest groß, dass du recht gute Tonspuren bekommst, bei denen du es beim Mischen dann nachher viel einfacher hast. Also, in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Unten im ersten Kommentar habe ich es angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt kommen wir weiter zu Punkt Nummer 9. Auch diesen Punkt hätte ich so nicht erwartet, denn diese Recording Engineers in gut laufenden Studios hatten meistens wahnsinnig viele Editing-Tools. Ich habe eher damit gerechnet, dass die 1000 Hall-Plugins haben, 1000 EQs oder Kompressoren von 1000 verschiedenen Firmen. Es war aber meistens tatsächlich nicht so. Was sie aber unglaublich viel hatten, waren Editing-Tools. Also wie du deine Rohspuren aufbereitest und vorbereitest. Zum Beispiel sowas wie Walk-Align. Wenn ein Sänger jetzt 6 Stimmen einsingt, für eine fette Pop-Produktion, und Walk-Align kann dir das dann automatisch so Flex-Time-mäßig übereinander schieben. Oder zum Beispiel, es war so ein Tool, ich weiß es leider nicht mehr, wie es heißt, da war ein Drummer, der war so ein bisschen schüchterner und der hat einfach auf seine Bassdrum mal 100% draufgedroschen und dann mal aber nur 50% draufgedroschen, weil er einfach unsicher war. Und das ist natürlich schlecht, da fällt ja das komplette Fundament auseinander, weil die Bassdrum einfach zu viele Volume-Schwankungen hatten. Da gibt es ein Tool, das passt das automatisch an. Also du kannst diese Audiospur dann automatisch immer auf 80% stellen oder kannst die so anpassen. Oder Tools, wo du schnell Atem rausschneiden kannst und. Und warum ist das so? Ganz einfach, und das ist auch eine Sache, die viele total falsch verstehen. Viele glauben, dass sich in größeren Studios ausschließlich Profis die Klinke in die Hand geben, und das ist absolut nicht der Fall. Auch in größeren Studios sind, würde ich mal sagen, zwischen 80% und 90% der Bands, der Künstler, die dort aufnehmen, im besten Fall Semi-Profis, mehr aber Amateur oder semi-professionelle Leute, die hier ihre Aufnahmen machen wollen. Und das bedeutet, du hast einfach keine Cracks am Instrument. In 90% der Fälle ist es tatsächlich nicht so. Punkt Nummer 10. Betreibern von erfolgreichen größeren Tonstudios sind immer gute Geschäftsleute. Und das müssen wir uns jetzt in unserer Zunft so ein bisschen, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Denn viele Musiker gerade, die ich kenne, viele Studiobetreiber, Homestudiobetreiber sind einfach keine guten Geschäftsleute und verkaufen sich unter Wert. Ganz oft ein großes Problem. Das bedeutet einfach, sie wollen das gerne machen, du baust ein Studio auf, das ist auch so vielleicht dein Traum und so ein paar Bands aufzunehmen, aber dadurch, dass du unbedingt Kunden möchtest, verkaufst du dich unter Wert. Und das machen natürlich gute Geschäftsleute oder Leute, die erfolgreich sind, die wissen, was sie können, die sind selbstbewusst, haben Durchsetzungskraft und die nehmen einfach auch nicht jeden Job an. Du musst wissen, ich weiß es nicht, wie es heutzutage ist, für eine CD-Produktion 5.000-6.000 Euro musst du hinlegen. In so einem Studio, jetzt sind es wahrscheinlich mehr, denke ich jetzt schon mal. Und das ist noch gar nicht mal so teuer, finde ich. Und da sind sich viele Bands nicht bewusst. Und die wollen irgendwie ein Demo aufnehmen, zum Beispiel Sänger, und wollen dann irgendwie, verstehen dann gar nicht, warum das irgendwie 180 Euro kosten sollen mit Mixen. Aber natürlich kann sich einer, der viel Erfahrung hat, ein Profi, wo der nachher dir auch garantieren kann, dass dein Demo gut klingt,
Der kann sich jetzt nicht, der kann dir das nicht für 40 Euro machen. Ja, das kann dir dein Kumpel irgendwie im Wohnzimmer machen. Und da sagen solche Leute natürlich, okay, das machen wir nicht, sondern ich habe hier meine Preise, das ist mein Wert, wir können hier und da nochmal nachverhandeln, aber das sind unsere Preise und ansonsten lohnt sich das einfach nicht für mich. Und ich glaube, das ist für unsere ganze Zunft, ich sage es nochmal, wichtig, verkauft euch nicht unter Wert, weil sonst gehen die Preise immer weiter runter irgendwie und es ist jetzt ja schon schlimm genug. Das ist einfach wichtig, glaube ich, dass Qualität wieder zählt und dass auch die Künstler oder die Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen, hier in dieser Branche, Musiker, Recording Engineers, Mixing Engineers und so weiter, dass die begreifen, dass das einfach seinen Wert hat und dass du nicht alles mit Autotune und Melodyne irgendwie rumfummeln kannst oder mit irgendwelchen Kompressoren irgendein schrottig eingespieltes Schlagzeug, dass du da eine tolle Performance rausholen kannst. Das waren meine 10 Punkte von dem, was ich gelernt habe in großen Tonstudios. Jetzt natürlich interessiert mich deine Meinung. Hat einer von euch schon mal in größeren oder großen Tonstudios gearbeitet? Decken sich diese Erfahrungen hier? Oder habt ihr vielleicht noch was anderes, einen anderen wichtigen Punkt bemerkt, den ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, was jetzt wichtig wäre? Denn ich finde, diese Punkte, wenn du sie von Profis hier lernst in größeren Studios, die kannst du eins zu eins so, weil ja auch viel Menschenkenntnis und so dabei ist, die kannst du eins zu eins so auch im Homestudio umsetzen. Das ist unglaublich wichtig. Falls du dich dafür interessierst, wie du im Homestudio Geld verdienen kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da gehe ich so ein bisschen auf meinen Weg ein, wie ich das gemacht habe. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!